Ich lese das Solinger Tageblatt von Montag, den 14. Oktober. Wie immer interessieren vor allem die Lokalnachrichten und speziell die aus dem Bezirk Hirschheid. So, Triathlon. Frodeno und Hauk siegen bei Ironman WM auf Hawaii. Das ist hier, das sind die Fotos. Ja. Jan Frodeno sieht mal wieder anders aus und Anna Hauk auch. Aber sie siegen unter den beiden Namen. So. West folgt Ost beim Trend zur Umbeisetzung. Interessiert mich auch nicht. Merkel fordert umgehend Ende auch nicht so. Ich gucke auf die Kommentare und die Karikatur auf Seite 2. Ziemlich geschmacklos. Man sieht den Tod einmal in türkischer Farbe gehüllt und einem mit blutiger Sense und einmal in schwarz gehüllt mit IS, mit nicht blutiger Sense. Ich weiß nicht, ob man sowas machen sollte. Es handelt sich immerhin um einen Nationalstaat bei der Türkei. Das wiegt ziemlich schwer. Ich bin dein Vater und die Türkei ist laizistisch und die legt da auch Wert drauf, so wie ich sie kennengelernt habe. Nee, dann da, ich bin dein Vater hinzuschreiben, finde ich nicht gut. Im Gegensatz übrigens zur Bundesrepublik Deutschland ist die Türkei laizistisch und bekennt sich dazu. Wir haben hier dann noch was nachzuholen. Da gibt es keinen Browser-Konkordat. Keinen offiziellen Kirchenterror. So. Kein Favorit für die Spitze, die Tragik der SPD, ist der eine Kommentar. Gräber verorten die Trauer. Ist wahrscheinlich ein Plädoyer gegen die Urnenbeisetzung. So. So, ich gucke mal weiter in die Zeitung. Türken töten uns mit deutschen Panzern, ist relativ schnell geschrieben. Ich frage mich, wie viele deutsche Panzer überhaupt rollen können. Wer nicht liest, verpasst das Leben. Literaturkritiker Dennis Scheck, ich lese gerade. So. So. Dann kommen wir jetzt zum Direktor gibt den Schlüssel weiter, vom Gesicht her kenne ich die beide. Und es geht um das Zentrum für verfolgte Künste, das ist im Museum Baden. Es geht nicht nur um den Direktorposten im Museum Baden, sondern um das Zentrum für verfolgte Künste. Auf dem Bild erkenne ich den alten Oberbürgermeister. Im Hintergrund die beiden, da kenne ich auch vom Gesicht her. Ich habe mich auch mit beiden schon unterhalten.
Und im Hintergrund sieht man auch Kunst, vor allem auf der linken Seite, also von den beiden Fotografien auf der rechten, die ist beinhaltet geometrische Formen. Das war mal verfolgte Kunst. Ansonsten, ja, wahrscheinlich auch die beiden Bilder, die ich preislich am höchsten einsetzen würde. Gibt es noch irgendwas mit Spiegeln? Nein, irgendeine Hand, naja, das ist auch düster genug, da gab es bestimmt weniger Probleme. So, Direktor gibt den Schlüssel weiter. Und der chorloses Mundra-Werk ist aufgetreten. Kenne ich nicht. Bei einem Festakt der Stadt- und des Landschaftsverbandes Rheinland-LVR wurde der Direktor für das Zentrum Verfolgte Künste, der Kunsthistoriker Dr. Rolf Jesewitsch, verabschiedet. Die Schlüsselgewalt übernahm der bisherige Kurator Jürgen Kaumkötter. So. So. Nächster OB-Dienstwagen ist eine Nummer kleiner. Ihr wisst gar nicht, wie sehr mich das gar nicht interessiert. CDU-Frau in Vorstand, Gabriele Radka-Watzlawek, wurde in den Vorstand der AG Frauen in der CDA. Kenne ich alles nicht. Ich kenne weder die CDA in Solingen noch die AG Frauen noch Gabriele Radka. Hofgarten, so heißt jetzt neuerdings das Einkaufszentrum in der Innenstadt. Das ist auch ein einziger Skandal, was da gemacht worden ist. Fanshop von Bayer 04 schließt. Am morgigen Dienstag öffnet er das letzte Mal. Ist alles nichts aus Hirschheit, finde ich schade. P-Café landet unbeschadet in der Böschung. Ist auch nicht aus Hirschheit. Und wie man da landen kann, ist mir auch nicht klar. Sieht aus wie reingehoben. Ich kann das mal gerade zeigen. Da sieht man auch die Schlüsselweitergabe. Und den PKW, der da wie reingehoben aussieht. Abiturienten sind besser als in früherer Zeit. Nachrichten aus Wald interessiert auch keinen. Frauengruppe hat Hang zur Literatur. Rosablüten kenne ich keine Sekunde. Und Janette Baden-Java. Ich wohne seit über 35 Jahren in der Stadt. Kenne ich auch überhaupt gar nicht. Das ist Peter Würzler, den kenne ich. Es ist erschreckend, wie wenig Leute man in der Stadt kennt, obwohl man so lange hier gewohnt hat. Und ehrlich gesagt, man merkt es der Stadt an, dass das so ist. Viel Applaus für bemerkenswerte Tosca. In der Inszenierung des Theaters Hagen wurde die Oper von Giacomo Puccini zum spannenden Psychokrimi. Ich glaube, ich will keine Oper sehen, die zum Theater. Das ist ein Chassekten-Konzert, das man nicht mehr, erwähnen sollte. Konzert für die Dorfer Kirche, da ist irgendwas, die meisten Steine aus der Welt, warum auch immer. Briefmarkensammler werden zur Rarität, ist auch nicht, ist auch Mitte, Leverkusen, auch alles aus Mitte, es ist gar nichts aus Hirschheit, ich möchte an der Stelle sagen, wenn ich Abonnent im Bezirk Hülscheid bin, erwarte ich, dass die Zeitung darüber schreibt. Die Zeitung ist scheiße. Tipp des Tages, Röntgenhaut und Röntgen ist auch nicht im Bezirk Hülscheid. Naja. Guck mal gerade mal. Was kostet so eine Zeitung? 1,80 Euro, das Geld hätte man sich sparen können. Das ist eine einzige Frechheit. Ich zahle als Abonnent nicht ganz so viel. Es ist aber wirklich eine einzige Frechheit. Ich glaube, ich zahle 39,90 Euro demnächst.
Mehr geht, glaube ich, für eine Tageszeitung gar nicht. Und es ist eine einzige Frechheit, was man sich hier bieten lassen muss. Ich weiß auch nicht, warum nicht jetzt aus dem Bezirk geschrieben wird. Das Benefizkonzert war drin. Und ich weiß nicht mehr, ob das in der Dorfer Kirche stattgefunden hat. Ich wage das zu bezweifeln. Ich habe nichts davon mitgekriegt. Es war dann für den Bezirk Hirschhausen und hat hier nicht stattgefunden. Und es ist auch nur so eine kleine Meldung. Bah. Scheiß Zeitung. Tschüss. Man kriegt aber keine anderen hier. Ich sollte die abonnieren.